Ah, verdammt! Das gibt's nicht! Normalerweise hätte ich den eben gerade treffen müssen. Und der hier bleibt auch liegen. Okay, Moment. Wir sehen uns hier noch ein wenig um. Ja, hier sehen wir diesen Schlauch. Und dieser Schlauch führt hier drüben zu dieser Tür hin. Scheint dieselbe rote Flüssigkeit zu sein. Und dieses Blut oder was auch immer müssen wir hier reinpumpen. Gehen wir mal hier hin. Zu. Das Gemälde, die Familie, die Schwester, die langen Haare. Könnte sie das Monster sein? Mit den vielen Armen und den langen schwarzen Haaren? Okay, was haben wir hier drüben? Irgend so ein Teil. Erstmal hier noch die teuren Vasen. Ein Zahnrad für einen Safe. 0 bis 9. Und ein zerrissenes Gemälde. Und sonst? Sonst noch irgendwas hier drin in diesem Raum? Moment. Nee. Gut, der nächste Schlauch hier drüben. Und wieder höre ich jemanden. Ah, Mist, zwei von denen. Aber ich habe eine Idee. Ich habe eine nette kleine Idee. Und zwar, ich habe ja mehr als genug von den Granaten. Viel Spaß damit, Jungs. Boah, ich glaube, der eine ist immer noch am Leben. Nein! Was ist denn los? Das war eine Granate. Eine fucking Granate. Wie konnten die eine Granate überleben? Ihr seid die Elite, was? Was für eine Sauerei. Eine scheiß Granate. Hast du dir eine Waffe geholt? Du bist ja richtig schlau. Okay. Okay, extrem unheimlich hier drin. Wir können hier rein. Ruviks Zimmer. Munition, sehr gut. Sehr gut. Endlich wieder ein bisschen Munition. Na klar, Gel. Was anderes habe ich gar nicht erwartet hier drin. Streichhölzer. Schon lange keine mehr gefunden. Oh, es kommt irgendjemand. Ich höre schon wieder was. Irgendjemand kommt demnächst. Fuck, siehst du aus? Oh nein, der Typ kommt wieder. Der Typ kommt wieder. Ist gar nicht gut. Und wir rennen, wir rennen, wir rennen, wir rennen. Wow, 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 wow. Reiß dich zusammen, reiß dich zusammen.
Ah, Mist! Der und seine verdammten Spielchen. Boah, jedes Mal bekomme ich die Panik. Weil der hier gibt dir die Berührung des Todes. Uiuiuiuiui. Ah, der ist immer noch am Leben, der Freak. Und die Kamera hier ist wieder mal die Hölle. Der hat eine Sichel. Au, Mann, du Sau, du, mit deiner Sichel hier. Okay, der ist Brei. Was war hier drüben? Frost? Munition sehe ich hier. Gehen wir mal hier nach oben. Ah, was bist du denn? Was bist du? 0 bis 24. Okay, ich weiß, wie das geht. Sauberer Schuss. Moment, Moment. Die Dinger hier sind Hinweise. Und zwar haben wir das letzte Mal 2 gesehen und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11 und 2. Und das eine war unten zerrissen, das andere war oben zerrissen. Kann man sich denken, oben muss die 11 rein, unten die 2. Gar nicht mal so schwierig, oder? War hier drüben jetzt noch Munition? Kann man eigentlich so ein Ding gegen das hier werfen? Das funktioniert sogar. Wow, das wusste ich gar nicht. Ist gut zu wissen. Okay, gehen wir weiter. Lange genug hier rumgetrödelt. Wir waren hier drin, aber... Oh. Wir müssen hier durch. In dem anderen Zimmer waren wir auch. Da haben wir uns sehr gut umgesehen. Die Tür hier ist ein bisschen groß, da kommen wir nicht durch. Nix hier. Scheiße. Oh shit. Oh Mann, das war so knapp. Das war so fucking knapp. Wow. 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 Extremer Laden. Und meiner. Da freut man sich. Da freut man sich wirklich. Das hier sind so die schönen Dinge des Lebens. Das eher weniger. Noch weniger. Ah, hier drüben. Gut, 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 gut. Kann man immer nehmen. Rein damit. Und ich bin wieder relativ fit. Nochmal. Yep, nochmal das Ganze hier. Also, wir bedienen uns mal hier drüben. Jede Menge Gülle. Probande Nummer 12. Test 71B. Elektronenplatzierung A2. Stimulation der Amygdala. Ursprung der Emotionen und Erinnerungen. Das Angstzentrum. Nein. Nein. Bitte. Bitte nicht.
Nein! Proband fühlt nun wie ich. Doch dieses Gefäß ist viel zu schwach, um die seelische Belastung zu überstehen, die ich täglich erfahre. Ich würde sagen, A2, hat er gesagt. Das müsste irgendwo hier sein. Moment, wir schauen nochmal. A2 ist hier unten. Ist immer ein bisschen schwer zu deuten, finde ich. Warte mal, wie weit kann ich denn runtergehen? Ich kann sogar hier hin, aber es müsste hier oben sein. Das hier müsste eigentlich A2 sein. Der bewegt seinen Kiefer. Das ist abartig, oder? Das ist richtig abartig. Stechen wir zu, finden wir es raus. Der war gut. Das ist richtig, richtig abartig, wie der noch seinen Kiefer bewegt. Oh Vater, wenn du nur wüsstest, wie erfüllend dein Gesichtsausdruck ist. Hast du gedacht, dass ich mich in Luft auflöse? Wenn du mich einsperrst, aus den Augen, aus dem Sinn, hast du... Das hast du, nicht wahr? Nun, du bist mir nie aus dem Sinn gegangen. Ich hoffe, ihr seid stolz auf euch. Seine Eltern. Beide tot. Wir sind hier in so einer richtigen Geistervilla. Okay, noch hier drüben hin. Oh nein, jetzt geht's wieder los. Moment. Stuff. Alles klar, die ist tot. Was haben wir hier drüben? Wow. 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 Renn, 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 renn. Oh, verdammt. Egal. Er ist kein wirkliches Problem. Oh nein, 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 nein. Oh nein. Jetzt habe ich Probleme. Oh. Okay, hierhin. Hui, ich bin ihn los. Aber jetzt kommt die Scheißarmee. Krepier. Wie können die das überleben? Jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt mal todernst. Wie könnt ihr das überleben? Ihr seid mittlerweile richtig derbe unterwegs. Ah, Gott! Fuck, mit einem Beil. Das ist so mies mit einem Beil. Das ist so mies. Hui. Na, wenigstens Heilung. Sollen wir die liegen lassen? Obwohl... Lebensenergie ist immer gut. War keine Verschwendung. Alles klar. Hier waren wir drin, aber nochmal hier drüben hin. Uiuiuiui, ich hasse die Dinger so sehr. Und entschärfen ist irgendwie gefährlicher, als wegzugehen. Stimulation der kortikalen Region mit maximaler Frequenz hat sich als wenig wirksam herausgestellt. Die Probanden schreien und schreien, aber sie sterben zu schnell. Individuelle Einstellungen zeigen bessere Ergebnisse. Die einzige Frage ist, auf welche Region ich mich konzentrieren sollte. Angst? Hoffnung? Einwilligung? Vertrauen? Neid? Drei davon sind von zentraler Bedeutung, doch welche öffnet die Tür?
weitere Forschung. Und immer noch ist alles nicht geregelt. Noch tappen wir hier relativ im Dunkeln, finde ich. Ah, Mist, daneben. Gut. Lass mir hier schön das Gel mitnehmen. What? Das war aber davor noch nicht hier. Denn wir sind ja hier durchgerannt. Das wäre ja mies gewesen. Noch so eine Falle auslösen. Während dich dieser Freak verfolgt. Okay, hier waren wir auch. Gut. Da geht's nur wieder zurück. Ich würde sagen, hier haben wir alles mitgenommen. Wo müssen wir nun hin? Wahrscheinlich irgendwo unten. Also, das letzte ist hier drüben. Hier müssen wir jetzt durch können. Und wir können. Wir sind mal wieder einen Schritt weiter. Ich habe ja wenig Hoffnung. Ich glaube nicht, dass wir hier ein Happy End erleben werden. Es ist so viel Heilung. Wieso so viel Heilung? Die ganze Zeit findet man so gut wie keine Spritze und jetzt wird man hier zugemüllt. Jetzt finde ich hier Spritzen ohne Ende. Warte mal. Ah! Die alte Oma. Die Küchenmaid. Hab's gewusst. Frauen. Man kann ihnen nicht trauen. Aber Munition. Okay, wir können nur hier hin. Oh shit, geht's jetzt wieder los? Wow, wow, was für eine miese Falle. Okay, warte mal, die zerstören wir hier direkt. Die Teile sind mir einfach nicht die Lebensenergie wert. Die Spritze da hinten lassen wir mal liegen. Kann sein, dass ich hier Lebensenergie verliere. Man weiß ja nie, was kommt. Stielgranate, sehr gut.